Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute hören wir uns Matt52 an, beziehungsweise hier auf Spotify heißt er noch 052. Das ist ein etwas unbekannteres Talent, was ich vor kurzem entdecken durfte, auf einem Cypher-Track. Da wurde ich angeschrieben von dem guten DJ Stone, der ein oder andere erinnert sich noch an dieses Video hier. Und jetzt habe ich mich entschieden, ein Video zu dem guten Matt zu machen. Das war der letzte auf dem Feature-Track. Und er hat mich so überzeugt von seiner Rap-Technik, von der Art, wie er spittet. Und der Dude ist gerade mal erst 15. Alter, fucking 15. Beziehungsweise, okay, ich habe auf Insta gesehen, der ist anscheinend 16 geworden vor kurzem. Aber das ist noch nicht so lange her, so wie ich es mitbekommen habe. Also der ist wirklich fucking jung. Und hat eine Delivery, von der ich mit 16 nur hätte träumen können. Deswegen bin mal gespannt, was auf uns zukommt. Wir geben uns den Song, egal wie lang. Let's go. Okay. Yeah. Das gibt mir direkt Made It Vibes von Jay Jiggy. Liegt daran, dass es wieder dieselbe Akkordfolge ist. Also es ist dieselbe Akkordfolge, also das ist genau das gleiche. Was war es? 1, 5, 6, 1? Ja, klingt sehr heroisch, klingt sehr geil. Habe ich ja letztens bei einem S. Castro-Track gesagt. Das wird einfach oft benutzt und ich verstehe auch, wieso. Die ist halt einfach nice. Dann auch tief gepitchte Vocal, Frauen-Vocal wahrscheinlich. Auch wie bei Made It. Ich will das jetzt auch nicht zu sehr vergleichen, aber gibt schon die Feels irgendwie. Aber es funktioniert, es klingt sehr, sehr geil. Mal versprochen, dass mich keine klein kriegt. Denn der Hunger meiner Stimme, er bleibt unbeschreiblich. Renne bei Minusgraden weiter durch den Wintersturm. Sollte ich dich schaffen, bleibt mir trotzdem die Erinnerung. Kenne kein Ball. Ich finde das so geil, wie der rappt, oder? Also komm, also Stimme, Artikulation, wie er die Silben in den Beat pumpt. Wie klar er klingt, wie gut er reinkommt, wie on beat er die ganze Zeit ist. Der hängt nicht hinterher. Ja, ich spitte die ganze Zeit sauber durch. Warum habe ich den Mittelfinger gemacht? Das wollte ich nicht, Entschuldigung. Es ist fantastisch, es ist wirklich richtig, richtig geil. Bei Reim hätte er da vielleicht noch ein bisschen nachlegen können, aber ansonsten sehr stark. Ich hab Opa mal versprochen, dass mich keiner klein kriegt, denn der Hunger meiner Stimme, er bleibt unbeschreiblich. Renne bei Minusgraden weiter durch den Wintersturm. Sollte ich dich schaffen, bleibt mir trotzdem die Erinnerung. Kenne kein Balling. Oh, Erinnerung, Wintersturm ist auch cool. Man hört beim Rappen schon so ein bisschen sein Zimmer raus, also im Studium, genau. Ja, vielleicht studiert er ja, keine Ahnung. Wenn er mit 16 so gut rappen kann, vielleicht ist er überall so Multitalent. Wahrscheinlich übernimmt er alle unsere Firmen in 3, 4, 5, 6 Jahren und ist der Boss von jedem. So wie Kollege es immer behauptet hat, über den guten Felix reden wir jetzt lieber nicht, denn da bin ich immer noch schwer enttäuscht. Ich renne bei Minusgraden weiter durch den Wintersturm. Sollte ich dich schaffen, bleibt mir trotzdem die Erinnerung. Kenne kein Falling Down, Text du bis zum Morgengrauen. Denn mittlerweile blende ich schon all die Sorgen aus. Rap ist cool. Also dreisilbige Reime in zwei Bars, sehr cool. Vor allem cool gesetzt. Kenne kein Falling Down. Wie genau war das nochmal? Bis zum Morgengrauen, denn mittlerweile blende ich schon all die Sorgen aus. Kenne kein Falling Down. Texte bis zum Morgengrauen, denn mittlerweile blende ich schon all die Sorgen aus. Schön sauber, reimtechnisch jetzt auch nicht der Überschritt, aber sehr cool delivered. Sehr cool delivered. Auch wie er sich am Ende von seinen Zeilen aus richtig Platz macht, gerne auch mal die Silbe ein bisschen länger zieht, als sie eigentlich ist. Das sorgt für richtig viel Style und Textsicherheit und Taktsicherheit. Also, der rappt oft. Das hört man hier raus, auf jeden Fall. Aus Rap ist mein Tekken 5, ich wollte nur der Beste sein. Ah. In meiner Hand wird jede MP3 zu MP5. Sehr geil, oh. Okay, sehr geil. Oh, das war geil. Das war von Anfang bis Ende eine geile Line. Alter. Die analysiere ich jetzt, die zerlege ich jetzt. Da habe ich richtig Bock drauf. Es fängt schon so geil an. Rap is mine. Tekken 5. So, ne, dreisilbige Reihen kommt direkt aufeinander und ist geil. Also Rap ist sein Kampf, das ist ganz cool. Wie er das mit reinbringt. Das ist an sich ja schon nett und ziemlich gut. Ich wollte nur der Beste sein in meiner Hand. Dann Rap is mine, Tekken 5. Ich wollte. Und dann kommt eine Mikropause. Aber dann kommt ein 32. Roll. Nur der Beste sein. Dieses Nur und das Der sind dann 32. gerollt. Rap ist mein, Tekken 5. Ich wollte nur der Beste sein. Fuck, man, das ist geil. Das ist geil, das ist geiler Rap. Also wirklich.
Rap ist mein Tekken 5 und dann Beste sein reimt sich ja auch nochmal da drauf. Und das ist alles noch in einer Zeile dreisilbige Reime und dieser mega geile 32. Roll gekrönt von einer kurzen Pause davor. Das ist fett. Feier ich sowas, feier ich richtig. MP5, ihr nehmt das Pfeif, ich wollt nur der Beste sein. Beile blende ich schon all die Sorgen aus. Rap ist mein Tekken 5, ich wollt nur der Beste sein. In meiner Hand wird jede MP3 zu MP5. Und dann krönt das noch. Das ist das Beste eigentlich an der Zeile. Ist dann die Pointe am Schluss. Das alles war nur der Aufbau. Und dann kommt am Ende, in meiner Hand wird jede MP3 zu MP5. Es ist so gut. Es ist so gut. Weil, ne, MP3, ne, Musikdatei, müssen wir nicht drüber reden, wird zu MP5, also dem Maschinengewehr. Das ist, also versteht mich jetzt nicht falsch. Es ist natürlich jetzt kein übertriebenes, triple-deutiges Wortspiel um 50 Ecken. Aber es ist eine geile Line, die gut funktioniert, die ich so noch nicht gehört habe, mit einem extrem starken Aufbau und einer unglaublichen Rap-Routine. Manche werden wahrscheinlich solche Zeilen wegignorieren, aber rein technisch, wie es gerappt ist, wie es aufgebaut ist und wie die Pointe am Ende sitzt, und es trägt ja auch zu seiner Überzeugung bei, weil er rappt ja hier von Hustle und wie sehr er sich in Rap reinhängt. Es spielt so gut zusammen. Sehr stark, wirklich sehr stark. Also für Rap-Technik-Liebhaber wie mich ist das, also auch nicht nur Reime, ne? Ich rede hier vor allen Dingen von Silbensetzung und Aufbau und Routine, ist sehr stark. In meiner Hand wird jede MP3 zu MP5. Ihr nehmt euch Zeit, um ein paar Tausend auszugeben, aber ich hab nicht mal Zeit, um meine Pause einzulegen, yeah. Und wenn sie wieder fragen, warum gerade der es rausschafft, weil Mama immer an den kleinen Jungen geglaubt hat. Und wenn sie wieder fragen, warum gerade der es, boah, auch stark. Dabba, kleiner Staccato-Flow mit Pausen drinne, aber sehr stark. Es wirkt schon fast richtig gespuckt und das finde ich stark. Also wirklich so, die Delivery ist so aggressiv und hart, das ist mega. Ich rappte mit 13 Jahren nonstop in mein Handy-Mic. 2 Jahre später performe ich meine Texte live und irgendwann... Junge, 2 Jahre später performe... Tappa. Also richtig schön hart und aggressiv. Feier ich. Mein Handy-Mic. 2 Jahre später performe ich meine Texte live. Und irgendwann wird Mama weinen, aber nur stolz. Denn ihr Sohn ist aus einem anderen Holz. Egal ob heute oder morgen, in einem Jahr oder in 10. Mama weinen, aber nur aus Stolz, denn ihr Sohn ist aus einem anderen Holz. Reimt sich eine Silbe. Also, das sage ich jetzt so, nicht weil ich mich drüber lustig machen möchte, sondern weil ich genug Leute kenne in meinem Rapperkreis, die auch sehr viel auf Reime achten, die da jetzt sagen würden, wieso feierst du den? Der hat doch nur einsilbig gereimt. Mein früheres Ich hätte das auch gesagt. Und auch wenn diese ganzen Mama-Zeilen auch, ne, für den Casual-Hörer sehr, sehr ausgelutscht sind, bedeuten sie natürlich für den Interpreten immer wieder was Besonderes und Eigenes. Deswegen werde ich dazu auch nichts sagen. Ich will nur sagen, der hat unglaubliche lyrische Stärke und es ist nicht nur der Rhein, der glänzt. Lass es doch einfach so sagen. Bleib auf meinem Weg. Gott gab mir die Gabe. Oh. Die Art zu rappen ist so fett. Immer ich erkämpfe den Erfolg alleine. Was die Hürden nennt, sind für mich nur Stolpersteine. Ich quere Wolkenfelder straight in meinen NMDs. Mit Dennis, die New Era, unser Level Champions League. Meine Texte sind die Antworten für all die Tränen. Sorg mit paar Worten dafür, dass ich grad die Worte fehlen. Wie du willst, auch diese Stimme wirst du nie bekommen. Mein Wille ist größer als die von einem Vietcong. Mach's alleine ohne Hand, die mich trägt. 1000 Niederschläge, dick, hier aber alles okay. 100 Feinde auf meinem Weg, 1000 Meilen, die ich zähl. Und 10.000 Steine, die Reise mit sich trägt, yeah. Müde Beine, dicke, doch ich kenne keine Pause. Immer noch der Junge mit dem dunklen Punkt im Auge. Und wenn du wirklich denkst, du wirst wieder ganz allein, siehst du Pech, schwarze Hunter Eis, M.A.T. Siehst du Pech, schwarze, das habe ich nicht ganz verstanden am Ende, aber der Part war geil. Jetzt, ich würde sagen, keine mega krasse Punchline dabei, wo es so macht, aber die Rap-Delivery von dem ist, ey, die ist fantastisch. Alter, zieh so weiter durch, Mann. Ist krass. Ob heute oder morgen, in einem Jahr oder in 10. Ich renne durch das Dom, bis diese Sonne an mir klebt. Ja, sie wünschen, dass ich scheite, doch ich bleib auf meinem Weg. Denn Gott hat mir die Gabe, die mein Leben lang besteht. Yeah. Ob heute oder morgen, in einem Jahr oder in 10. Ich renne durch das Dom, bis diese Sonne an mir klebt. Ja, sie wünschen, dass ich scheite, doch ich bleib auf meinem Weg. Denn
feiere auch diese Kalimba oder weiß auch nicht, ob das eine Spieluhr ist im Hintergrund, die dieses Düm-Düm-Düm-Düm spielt. Das gibt der ganzen Sache nochmal so eine tiefere Ebene. Du hast an sich einen sehr epischen Beat durch die Akkordfolge, wie ich schon gesagt habe. Dann die Streicher, die dazukommen. Das Vocal-Sample in der Hook ist auch cool. Aber ich finde, das gibt so einen berührenden Touch nochmal durch diese helle Kalimba oder Spieluhr. Mega. Auch so ein typisches Snare-Pattern, das kommt da immer gut. Hier. Das ist ein richtiger Pusher-Track. Den hörst du beim Boxen oder so. Also, das war egal wie lang von Matt52. Auf Spotify findet ihr ihn noch unter Matt052. Postleitzahl. Falls ihr mehr von dem Jungen hören wollt, noch kann ich das sagen, in 2 Jahren ist es zu spät. Schreibt mir gerne, schlagt auch gerne weitere Songs vor. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ich bin ein Shinobi. Papa, Papa, die Wannabe-Rapper, da mache ich noch Pimp in dem Game, aber nada, sie labern und labern nur andere nach und nur planen, aber mache ich noch voll überzeugt. Denken, sie hätten das alles begriffen, doch haben im Endeffekt keinerlei Qualifizierung von Mucke. Ey, bevor ich deins da höre, da gucke ich Pornos auf Deutsch. Du siehst den Nachtaktiven, Halbmaskierten, nachts in der Stadt durch die Straßen ziehen und die anderen G's mit dem Haare spalten, scharfen Katana skalpieren. Lasse keine Gnade.